Hallo ihr Lieben, heute mal ein ganz kurzes Video. Ich möchte euch zeigen, wie ich die Trinkkokosnuss öffne. Und zwar so. Ihr braucht einmal so ein Hackebeil, das habe ich vom Ikea. Dann braucht ihr noch so ein Brett, das habe ich auch vom Ikea. Und dann fangen wir mal an. Ihr nehmt einfach die Kokosnuss und ich wollte gerade sagen, ihr nehmt Anlauf, nicht Anlauf nehmen. Und einfach hier diese Spitze wegschlagen. Wenn ich Glück habe, schaffe ich es manchmal gleich nach einem Schlag, die aufzukriegen. So, hier seht ihr, wie es aussieht. Ich warte jetzt, bis hier so ein weißer kleiner Kreis zu sehen ist. Dann kann man die Kokosnuss trinken. Da, das ist jetzt das Kokosfleisch, das können wir jetzt hier rausholen. Und dann essen. Und dann essen, genau. Strohhalm rein und trinken. So, jetzt probiere ich mal. Meine Zuschauer wollen auch probieren, bitte. Wie schmeckt's? Lecker, gell? Die ist tiefgekühlt, die schmeckt köstlich, sie ist gesund. Ich habe schon ein Video dazu gemacht, wie gesund sie ist. Das kann ich euch unten verlinken. So öffnet man die Kokosnuss, also eigentlich ganz einfach. Ich kann euch noch zeigen, wie ich das Kokosfleisch daraus bekomme. Das zeige ich euch auch noch. Moment mal. Erstmal alles leer trinken. Dann zeige ich euch, wie ihr an das Kochfleisch kommt. Ich drehe es dann einmal um. Es ist ganz schön weich hier. Da gehe ich einmal mit dem Messer rein und gehe hoch und knall das auf den Boden ein paar Mal. Dann geht es alleine auf. Die Nachbarn freuen sich. Aufreißen und dann habt ihr es offen. Ihr könnt es auslöffeln. Sieht man das? Ja. Leckern. So sieht es dann aus. Ist sehr weich, im Gegensatz zu der alten Kokosnuss, die andere Runde, die ihr aus dem Supermarkt kauft. Die hier ist viel süßer, viel weicher und schmeckt köstlich. Ihr könnt sie auch mixen mit dem Kokoswasser. Also wenn ihr ganz viel von dem Kokosfleisch habt, mit Kokoswasser mixen, dann wird das lecker cremig. Ich kann euch das gerade zeigen, ich habe es nämlich gestern gemacht. Moment. Für das Kokosschaum braucht ihr einmal das Kokosnussfleisch. Das habe ich jetzt alles hier gesammelt. Ein bisschen Kokoswasser, ich habe hier Naturhonig und ein bisschen Vanille. Das vermische ich alles im Mixer. Probieren wir mal zusammen. Mit einem Baby, das an der Kamera rumspielt. Es schmeckt wirklich so lecker. So öffne ich meine Trinkkokosnüsse. Ich wünsche euch alles Liebe und bis zum nächsten Video. Bye bye. Tschüss.